Ganz viel Liebe, ganz viel Leidenschaft, ganz viel Potenzial, kreatives Potenzial, eine wahnsinnig, ja, durchaus ein familiäres Gefühl. Ja, trotz aller Fehden, die der Verein durchgemacht hat, gleichzeitig aber auch irgendwie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also ein Verein mit enorm viel Reibung, aber eben auch ein Verein, der weiß, was er an sich hat und was die Leute, die dorthin gehen, aneinander haben. Ja, und natürlich ein Auf und Ab, eine wechselvolle Geschichte, viel Schmerz, viel Leid, sportlicher Natur natürlich immer wieder. Ist jetzt keine reine Erfolgsgeschichte der Verein, aber es zählen natürlich auch ganz andere Dinge, sonst würden die Hunderten von Leuten, die würden sonst nicht mehr hierher kommen, wenn es nur daran hänge, das ist klar. Als Kind habe ich halt das zweite Jahr noch mitbekommen. Und das war natürlich schon recht grandios. Das war, denke ich, auch das geilere Jahr der beiden Bundesliga-Jahre. Das erste war eben noch so ein bisschen, ja, der Transfer von Schnellinger. Man hat halt, das war absolutes Neuland. Im zweiten Jahr hat man es irgendwie natürlich, hat man irgendwie das auch gepackt, den Nerv zu treffen in der Stadt, sich sehr viele Sympathien zu erobern. Da hat dann natürlich Rudi Gutendorf einen großen Anteil dran. Aber natürlich nicht zuletzt Benny Wendt. So diejenigen, die damals für Fußball interessiert waren, bei den Klingels normalerweise beim Namen Benny Wendt, ob sie jetzt DB-Fans sind oder nicht. Das war halt einfach einer, der hier sofort eingeschlagen ist und 20 Mal getroffen hat. Bei einem Team, was ja die ganze Saison über unten drinne hing. Also das ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt für Bayern München 20 Tore schießt. Und war halt einfach sensationeller Typ, also einfach als Typ ganz große Klasse und eben sportlich auch eingeschlagen und hat ja hinterher dann auch noch eine großartige Laufbahn hingelegt und kurioserweise sagt er bis heute, dass TB seine schönste Station war und das ist natürlich schon, das war natürlich sehr beiderseitig. Ja? Also wir haben ihn bis heute nicht vergessen. Er besucht uns auch regelmäßig, als wir dieses Final of Love vor 2 Jahren veranstaltet haben mit den ganzen TB-Legenden. Da hat er sich gemeinsam mit seiner Frau in den Flixbus gesetzt und ist einmal von Schweden hier rüber gedüst, nur um dann ein bisschen mitzukicken. Und ist halt einfach ein geerdeter Typ, der nach seiner TB-Karriere dann noch auf dem Bau als Eisenbieger gearbeitet hat. Und das ist natürlich schon irgendwie eine andere Spielergeneration gewesen. Und das ist, glaube ich, also eine lebenslange Verbindung. Ja, durchaus unkonventionell, würde ich sagen, für damalige Verhältnisse. Fiel schon damals in irgendeiner Form raus. Und ich glaube, eine ganze Menge Leute, die dann zum ersten Mal hinkamen, denen ist das auch gleich aufgefallen. Es war ein bisschen weniger aggro. Teilweise wurde es auch sicher von den härteren Fanszenen etwas belächelt. Aber das war eben auch nicht, wo die Leute, die zu TB gingen, eigentlich Bock drauf hatten. Es war durchaus bunter. Fing schon bei der Haarfarbe an, vieler Leute. Und war eben, hob sich doch sehr ab, weil die Fußballkultur in den 70er, 80er Jahren, die war ja schon durchaus hartgesotten. Und ja, die TB-Fanszene war, glaube ich, ein bisschen spaßorientierter, auch damals schon. Ja, und hat da sicher auch irgendwie so einen Farbtupfer gesetzt. War jetzt nicht die allergrößte Fanszene, kann man nicht gerade behaupten, aber war eine sehr interessante und coole Fanszene aus meiner Sicht. Naja, das war natürlich desaströs teilweise, was da gelaufen ist. Die haben sich natürlich einen Verein ausgeguckt, der tatsächlich eine riesengroße Tradition hat und die etwas eingeschlafen war. Also die haben natürlich sich sehr bewusst auch einen Verein durchaus mit einem Namen ausgesucht und haben das dann mit der Brechstange versucht. Da wurde die eigentlich von Anfang an ganz schön mulmig im Magen. Ja, das hat sportlich ja eine Zeit lang sehr gut geklappt und als Fan bist du natürlich auch nicht böse, wenn deine Mannschaft, also wenn du da wirklich eine Mannschaft hast, die Fußball vom anderen Stern spielt, so für Regionalliga-Verhältnisse,
6 Gegentore nur kassiert in einer Saison, war natürlich auch der qualitativ hochwertigste Kader. Aber trotzdem muss es erstmal funktionieren. Und das war natürlich ein Jahr, wo es jetzt sportlich erstmal richtig Bock gebracht hat, wo du aber schon die Vorzeichen auch gesehen hast, dass viele andere Sachen einfach richtig scheiße laufen. Und ja, es war sozusagen auch gewissermaßen Scheitern mit Ansage, kann man durchaus sagen. Es kam jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass das dann irgendwann den Bach runterging. Und wie so oft natürlich, wenn es erstmal läuft, werden dann auch kritische Stimmen nicht so gerne gehört. Und damit kommst du dann auch nicht durch, wenn du vielleicht auf bestimmte Sachen hinweist. Ja, also Hertha ja zu dem Zeitpunkt gerade da war, wo die Bundesliga gegründet wurde. Es sind natürlich die anderen Berliner Vereine, die auch eine große Tradition hatten, etwas abgehangen worden. Und davon hat man sich dann nicht mehr so ganz erholt und stand dann eben öfter im Schatten. Und das gab immer wieder dann auch finanziell durchaus bedrohliche Situationen. Und dann bist du natürlich durchaus versucht, auch zu sagen, komm, rette mich, und du kannst dann auch die Bedingungen diktieren. Und das ist dem Verein immer wieder passiert in der Vergangenheit. Das ist, denke ich, eine Lehre, die man auch wirklich für die Zukunft ziehen muss, dass man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss, worauf man sich da genau einlässt. Und kein Erfolg kann so schön sein, als dass man dafür die Existenz des Clubs aufs Spiel setzt, der jetzt mittlerweile 118 Jahre alt ist. Naja, also die Fanszene ist halt auch der Verein, muss man sagen, weil die Fanszene ist natürlich auch durchaus relativ deckungsgleich mit weiten Teilen der Mitgliedschaft und sind natürlich diejenigen Leute, die, und Fanszene zähle ich dann nicht nur, könnte man missverstehen, jetzt den Block E dazu, Fanszene ist natürlich das ganze Stadion auch, also alle, die deren Herz am Verein hängt und die regelmäßig hierher kommen. Ja, und das ist natürlich sehr heterogen und das ist natürlich der Verein, muss man sagen. Also das sind die Leute, die den Verein getragen haben, und ist zweifellos so, dass es auch ohne die Fanszene und ohne das Engagement diesen Verein nicht mehr gäbe. Das dominierende Gefühl ist erstmal durchaus Vorfreude. Also ich meine, jeder ist genügend Fan, glaube ich, oder um natürlich irgendwie auch Bock zu haben auf neue Herausforderungen. Die Regionalliga ist eigentlich jetzt erstmal irgendwie eine, finde ich, eine sehr attraktive, spannende Mischung. Ja, du hast 7 oder 8 ehemalige DDR-Oberliga-Vereine dabei, also die durchaus ja auch einen Anhang haben und eine Tradition mitbringen. Das hat immer einen Reiz durchaus, sich mit denen zu messen. Dann hast du natürlich ein paar sympathische Dorfvereine dabei, wenn man es so nennen mag. Also was auch wunderschön ist, also einfach viele neue Grounds, wo du hinfahren kannst. Man kann sich freuen auf geile Stadien, Kali, das war immer gegen Babelsberg, hat immer Spaß gemacht und ist ja durchaus auch immer, man ist da immer nett empfangen worden eigentlich als TB.